Gut, dann begrüße ich Sie schon einmal ganz herzlich heute Abend zu unserem ersten Vortrag 2019 zu einem brisanten Thema, nämlich unserem Klima. Der genaue Titel heißt ja die Klimakatastrophe als politischer und zivilisatorischer Weckruf. Ein bisschen, glaube ich, können wir positiv in die Zukunft gucken, denn der Weckruf ist schon gehört worden. Ich komme selbst gerade von einer Klimakonferenz oder einem Kongress von der Universität Kassel. Da waren also zu 3/4 junge Leute, die sich zusammengeschlossen hatten. Es war eine Unzahl von politischen Gruppen, die sich gebildet hatten zu diesem Thema. Und das lässt hoffen, ebenso wie die Schülerstreiks in 50 und mehr Städten hier bei uns in Deutschland und aber mit Sicherheit auch in anderen europäischen Ländern. Denn die Erfahrung sagt einfach, wir können nicht warten, bis die Politiker irgendwas unternehmen. Wir selbst müssen in Gange kommen und aktiv werden. Und damit übergebe ich dann das Wort an Josef Berghold. Er ist Professor mit einem Lehrauftrag an der Universität Lüneburg, ist Mitglied im wissenschaftlichen Beirat von ATTAC und hält bereits den zweiten Vortrag zu diesem Thema Klima, aber diesmal unter eben einem anders gesetzten Schwerpunkt. Ja, alles Weitere dann durch den Referenten selbst. Okay, ja, vielen Dank, Gabriele, für die freundliche Einleitung. Der Weckruf der Klimakatastrophe ist sicherlich, wie du sagst, schon viel gehört worden, aber er ist andererseits leider auch noch zu wenig viel gehört worden. Es müsste noch viel weitere Kreise ziehen, es müsste vor allem noch viel ernster genommen werden. Das Referat, das ich also heute halte, ist eine teilweise Fortsetzung des Referats, das ich im April letzten Jahres gehalten habe, auch hier, also Hindernisse gegen ein Ernstnehmen der Klimakatastrophe, und einige Fäden von damals werde ich wieder aufgreifen. Auf jeden Fall ist es nicht nötig, das Referat vom April gehört zu haben, um, hoffe ich zumindest, um meine heutigen Ausführungen einigermaßen gut, um Ihnen einigermaßen gut folgen zu können. Ein paar Fäden, wie gesagt, möchte ich nochmal aufgreifen und dann in einige Richtungen vertiefen. Das Problem der Klimakatastrophe ist alles andere als ein neues Problem. Es ist eigentlich, die wesentlichen naturwissenschaftlichen Kenntnisse sind schon Mitte des 19. Jahrhunderts klar gewesen und von den facheinschlägigen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen gut verstanden worden. Also seit Mitte des 19. Jahrhunderts waren die Eckpunkte des Verständnisses der Klimaentwicklung unserer Erde eigentlich klar. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts waren die facheinschlägigen Expertinnen und Experten sich schon ziemlich klar, dass eine hochdramatische und hochgefährliche Entwicklung auf unsere Zivilisation zukommt. Diejenigen, die das damals wie heute nicht glauben wollen, da muss man wirklich ganz offen sagen, die stehen vollkommen daneben. In den meisten naturwissenschaftlichen Zusammenhängen ist man sicherlich gut beraten, sorgfältig unter verschiedenen Standpunkten abzuwägen, das Für und Wider der verschiedenen Standpunkte. Aber diejenigen, die heute noch die Klimakatastrophe bestreiten, stehen naturwissenschaftlich völlig auf dem Holzweg. Das kann man so einfach sagen. Ich denke, der britische Klimawissenschaftler, Journalist und Aktivist George Monbiot, einer der bekanntesten in Großbritannien, hat das ganz gut mal in einem seiner Bücher auf den Punkt gebracht. Also wer den Erklärungen des Klima, der Erderwärmung nicht glauben möchte, möge sich einfach mal 4 Fragen stellen. Enthält die Atmosphäre CO2? Sie können das ja selber oder ihr könnt das selber lesen. Es ist ganz eindeutig, dass CO2 in der Atmosphäre ist, dass es zur Erwärmung der Atmosphäre beiträgt, dass der Mensch dazu beiträgt. Und auch nur eine dieser
Aussagen verneinen zu können, dann müsste man eben den Nobelpreis für sich beantragen, dann hätte man die bisherigen Naturwissenschaften glatt auf den Kopf gestellt. Ich gehe da nur ganz kurz drauf ein. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts wird da sehr intensiv geforscht. Die Klimaforschung ist ungefähr 30, 40 Jahre lang in der Öffentlichkeit nicht angekommen. Also in den 50er Jahren waren da schon viele Leute hochbesorgt. Ab 1958 hat Charles Keeling, einer der bekanntesten Klimaforscher, eben systematisch begonnen, zu messen, wie viel CO2, also das wichtigste Treibhausgas in der Atmosphäre vorhanden ist. Und die sogenannte Keeling-Kurve, wie sie dann genannt wurde, ist ein ganz eindeutiger Fall. Das geht immer nur weiter nach oben von Jahr zu Jahr. Also im Jahr 1958, als er begann zu messen, hatte die Atmosphäre auf der Erde im Durchschnitt 315 Teile pro Million. Heute sind wir an einem Stand von 410. Es hat auch ungefähr zur selben Zeit hat man begonnen, sehr weit in die Erdgeschichte zurückzuforschen. Also man ist draufgekommen, jetzt ist man an einem Stand durch Eisbohrkernanalysen zu erkennen, bis auf 800 Jahre zurück, dass, also den lauter? 800.000 Jahre zurück, ja. Also die neuesten Eisbohrkerne sind so tief in der Antarktis geborgen, dass man 800.000 Jahre zurückverfolgen kann, das Klima der Erde. Und zu keinem Zeitpunkt dieser 800.000 Jahre hat es einen höheren Anteil als 3 Teile pro Million gegeben, meistens wesentlich drunter. Das ist also Wissenschaft, die man nicht im Ernst bestreiten kann. Also das zeigt an, wie dramatisch die Situation ist. Wie gesagt, ist es den Forschenden und auf dem Gebiet jahrzehntelang nicht gelungen, die Öffentlichkeit aufzurütteln. Einer der ersten Beispiele, wo das dann gelungen ist, war eigentlich in Deutschland. Also ein großer Spiegeltitel im Jahr 1986 mit dem Titel Die Klimakatastrophe. Damals sprach man nicht vom Klimawandel, das ist erst ein Begriff, der später propagandistisch eingeführt worden ist, um das Problem zu verharmlosen. Und im Jahr darauf, 1987, hat die Deutsche Physikalische Gesellschaft und die Deutsche Meteorologische Gesellschaft einen großen Aufruf publiziert, der auch relativ viel öffentliche Aufmerksamkeit bekommen hat in Deutschland, wo also die Gefahren der Klimaentwicklung verglichen wurden mit den Gefahren eines Atomkrieges. Schon damals, 1987, das hat auch im deutschen, damals noch westdeutschen Bundestag zu einer einstimmig angenommenen Resolution geführt. Alle Parteien, alle Abgeordneten haben das befürwortet, eine entschiedene Politik zur Abwehr der Gefahr der Klimaentwicklung. Damals war also die Verleugnungsindustrie noch nicht so richtig in Schwung gekommen und da war also die allgemeine naturwissenschaftliche Erkenntnis noch nicht von irgendjemandem bestritten worden. Man kann also sagen, dass der Geburtstag oder auch, was war das jetzt? Also was ich jetzt sagen wollte, ist, dass der Geburtstag und das Geburtsjahr der Bewusstwerdung auf globaler Ebene des Jahr 1988 ist. Und da kann man einen bestimmten Tag nennen, nämlich den 23. Juni, als einer der führenden Klimaforscher James Hansen eine Anhörung hatte vor dem US-Kongress, weitaus nicht die erste, aber zum ersten Mal sind haufenweise Parlamentarier hingegangen, weil damals in den USA gerade eine Hitze- und Dürrewelle war und Ernteausfälle und dergleichen. Also plötzlich ist es in der Öffentlichkeit eingebrochen, in der Weltöffentlichkeit, dieses Hearing von James Hansen. Zufällig waren wenige Tage danach war eine erste UN-Konferenz, wo also hunderte von Forschern mit Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern auf der internationalen politischen Ebene erstmals zusammengekommen sind in Toronto. Und dort wurde auch schon, also 1988, die Gefahr der Klimaentwicklung mit der Gefahr eines Atomkriegs verglichen, also
Viel dramatischer geht es eigentlich nicht. Und im selben Jahr, am Ende des Jahres, wurde durch einen Beschluss der UNO-Generalversammlung, also auch der Weltklimarat oder auf Englisch Intergovernmental Panel on Climate Change, also ein wissenschaftlicher Ausschuss gegründet, ein riesiger Ausschuss, der den Stand der Klimaforschung dann dokumentieren sollte und das bis heute tut. Ja, also was ist seit 1988 passiert? Genau das Gegenteil dessen, was sich eigentlich angeboten hätte, nämlich also die Treibhausgase zu reduzieren, den Ausstoß von vor allem von fossilen Brennstoffen in die Atmosphäre zu reduzieren. Es ist genau in die entgegengesetzte Richtung gegangen. Seit 1988 sind mehr als zwei Drittel aller fossilen Brennstoffe verbrannt worden seit Beginn des Industriezeitalters. Also diese Grafik zeigt das in etwa an. Die Grafik geht allerdings nur bis zum Jahr 2013. Tatsächlich ist in den Jahren 2014 bis 2016 die Kurve zum Glück etwas abgeflacht. Das hat viel damit zu tun, dass die erneuerbaren Energieträger einigen Erfolg zu verzeichnen haben. Allerdings in den letzten beiden Jahren, 2017 und 2018, geht die Kurve leider wieder steil nach oben. Stefan Bonner und Anne Weiß, die vielleicht vielen von euch oder Ihnen bekannt sind durch das Buch Generation Doof, haben also auch ein recht lesenswertes Buch geschrieben über die Klimakatastrophe und haben also zu dieser Entwicklung den Kommentar abgegeben in dem Buch. Wir rasen gerade wie Thelma und Louise auf dem Auto auf eine Klippe und geben dazu auch noch jubelnd Gas. Also das ist unsere Spaß- und Konsumgesellschaft, die nicht dran denken möchte. Ganz klar, also die wissenschaftlichen Erkenntnisse und Aufzeichnungen über die Entwicklung der durchschnittlichen Temperatur auf der Land- und Meeresoberfläche. Ich kommentiere das nicht weiter, also man kann ganz deutlich sehen, dass die Kurve scharf nach oben geht. Allerdings sieht man das Ende, wo es noch schärfer nach oben geht, sieht man jetzt leider nicht auf dieser Projektion. Also man sieht die schwarze Linie, die die jeweiligen Jahresmittelwerte angeben, und die rote Linie, die so 5 Jahresdurchschnittswerte angeben, wo man die Tendenz besser sehen kann. Das Monat Dezember 2018 ist das 406. Monat in ununterbrochener Reihenfolge, in dem die Durchschnittstemperatur auf der Erde über dem Durchschnitt des 20. Jahrhunderts liegt. Die Jahre von 2014 bis 2018 sind die heißesten Jahre, seitdem es systematische Wetteraufzeichnungen gibt. Das insgesamt heißeste Jahr war also 2016. Aber also das hat es noch nie gegeben, dass 4 Jahre in Reihenfolge zu den heißesten Jahren seit der Aufzeichnung von Wetter, also systematischen Wetteraufzeichnungen existieren. Die Grundlinie ganz unten ist der Durchschnitt des 20. Jahrhunderts. Das sind also die heißesten 10 Jahre, die je aufgezeichnet worden sind, und 9 von den 10 sind also im 21. Jahrhundert. So, was habe ich jetzt wieder falsch gemacht? Okay. Ja, also die Prognosen sind äußerst beunruhigend. Die gehen natürlich recht weit auseinander, weil es natürlich verschiedene Szenarien gibt, je nachdem, wie verantwortungsvoll oder nicht verantwortungsvoll unsere Weltgesellschaft reagiert. Aber alles in allem gehen sie sehr weit nach oben und sind irgendwo in der Gegend gegen Ende dieses Jahrhunderts bei 4-5 Grad. Und das ist eigentlich für ein irgendwie menschenwürdiges Überleben nicht mehr, nicht mehr tragfähig. Im Jahr 2017 vor dem G20-Gipfel haben also führende Klimawissenschaftler und eine führende Diplomatin der Vereinten Nationen in der Klimafrage, Cristina Figueres, einen Artikel in der führenden naturwissenschaftlichen Zeitschrift Nature herausgegeben, wo sie versucht haben zusammenzufassen, also worauf gehen wir zu, was müssen wir jetzt möglichst dringend machen. Also die Hauptaussage war, ab 2020, das heißt nächstes Jahr, müsste die Emission von Treibhausgasen, vor allem von CO2, steil nach unten gehen.
Also es gibt diese Diskussion des sogenannten Carbon Budget oder des CO2-Budgets. Das sind also Versuche zu berechnen, wie viel wir uns gerade noch leisten können als Menschheit, jetzt noch in die Luft zu pusten, sozusagen, ohne dass ein Punkt erreicht wird, wo eine Katastrophe nicht mehr lenkbar und nicht mehr bremsbar wäre. Kann man natürlich nicht mit Genauigkeit sagen. Vorsichtige Schätzungen gehen eher in die Richtung von 600 Gigatonnen, also eine Gigatonne ist eine Milliarde Tonne, und weniger vorsichtige gehen so auf 800. Also es wird irgendwo dort liegen. Und um also dieses Budget sozusagen nicht zu überschreiten, argumentieren also die Autoren und die Diplomatin, müsste man also 2020 steil nach unten gehen. Und je nachdem bei der 600, hier ist eine Grafik, also wenn man annimmt, 600 Gigatonnen gehen noch, dann müsste man Ende der 30er Jahre auf den Nullpunkt gelangen der CO2-Emissionen unserer menschlichen Gesellschaft. Wenn man 800 annimmt, dann ging es noch bis Ende der 2040er Jahre. So sicher weiß das ja niemand, aber vom Vorsorgeprinzip ausgehend sollte man eigentlich lieber früher als später drauf kommen. Das sind also die Pariser Klima, also die Autoren und die Diplomatin haben sich auf die Pariser Klimaziele bezogen, also das Ziel, dass die Erhöhung der Durchschnittstemperatur auf der Erde nicht mehr als 2 Grad sein soll oder besser noch lieber 1,5 Grad. Das waren die offiziell erklärten Klimaziele der großen Klimakonferenz in Paris 2015. Das war aber wirklich nur ein offizielles Einverständnis, ohne bindende oder verpflichtende Zusagen. Also es war zwar ein Vertrag, aber es ist nirgends im Vertrag vorgesehen, dass wenn sich jemand nicht dran hält, dass es irgendwelche Konsequenzen gäbe. Das heißt, man kann freiwillig mitmachen, wenn man will, und wenn man nicht will, dann kann man es bleiben lassen und es passiert einem nichts. Der führende deutsche Klimawissenschaftler Mujib Latif aus Kiel hat da gesagt, er ist da gar nicht hingefahren nach Paris, weil da wurde ohnehin nichts mehr verhandelt. Die Staaten haben vorher erklärt, was sie tun wollen, und das hat man dann in den Vertrag hineingegeben, woraus sich ergeben hat, wenn sie das, was sie erklärt haben, tun zu wollen, so durchführen, dann würde das auf eine Erwärmung des Klimas in der Richtung von 3 Grad oder mehr hinauslaufen. Tatsächlich tun sie nicht mal das. Also in der Realität hat der Vertrag von Paris so gut wie gar nichts gebracht, wenn man sieht, also weil es einfach nicht bindend ist. Wie Latif in einem Interview erläutert hat, sind wir eigentlich schon de facto auf dem Stand von 1,5 Grad Erwärmung der Erdoberfläche, auch wenn die Messungen derzeit ungefähr bei 1 Grad liegen. Aber das Klimasystem hat so viel eingebaute Rückkoppelungswirkungen, dass ein weiteres 0,5 Grad gar nicht mehr vermeidbar ist, durch also längerfristige Auswirkungen, auf die ich jetzt nicht im Detail eingehen möchte. Und wie gesagt, viele Regierungen haben zwar gesagt, sie wollen sich an ihre Vorgaben halten, aber sie haben sie in kein, also sehr viele Regierungen nehmen das in der Praxis überhaupt nicht ernst. Da muss man auch die deutsche Regierung einbeziehen. Aber sowas hat zum Beispiel George Monbiot, den ich schon erwähnt habe, über die britische Regierung zu Recht angemerkt. Gerade im Oktober des letzten Jahres hat es jetzt einen Sonderbericht gegeben des Weltklimarats, des IPCC. Gerade noch, könnte man sagen, eine Art verzweifelter Versuch zu sehen, was könnte man denn jetzt noch hinkriegen. Also in diesem Sonderbericht wurde darauf hingewiesen, 1,5 Grad müsste wirklich erreicht werden. 2 Grad ist schon eine ganz riesige Katastrophe. Also ein Detail, das vielleicht besonders hervorgestochen ist und auch vielen aufgefallen ist, man ist also in der neueren Klimaforschung zum Schluss gekommen, bei 2 Grad Erwärmung der Erde werden sämtliche Korallenriffe der Erde zugrunde gehen, ausbleichen, oder 99%. Bei 1,5 Grad kann man noch hoffen, dass 10-30% überleben. Also auch 1,5 Grad ist schon eine riesige Katastrophe. Die Korallenriffe sind die wichtigsten Zentren der Artenvielfalt
in den Ozeanen. Also selbst 1,5 Grad ist absolut kein Grund zur Freude, aber es gibt derzeit leider keinen Grund anzunehmen, dass wir das überhaupt schaffen können. Also was da für 1,5 Grad nötig wäre, wäre also eine ganz starke Trendwende, also bis 2030 eine Reduktion der fossilen Brennstoffausstoßen, des fossilen Brennstoffausstoßes von 45% und bei 2050 100%, würde unter anderem heißen, dass Deutschland bis 2030 die Kohleverstromung völlig abschaffen müsste, wenn man sozusagen dieses Ziel einhalten wollte. Die UNO-Konferenz in Katowice, die also dann kurz darauf stattgefunden hat, hat nicht sehr viel mehr gebracht als heiße Luft. Also eines der erschütterndsten Ergebnisse ist, dass dieses 1,5-Grad-Ziel in aller Form abgelehnt wurde oder nicht angenommen wurde. Vielleicht, ich weiß nicht, ob das Mitglied des Energietisches Lübeck, Frank Denhardt, heute hier ist. Der soll morgen, so habe ich das gelesen, im Naturkundemuseum um 20 Uhr ein Referat halten über das Ergebnis von Katowice, wie das einzuschätzen ist. Also ich bin mir aber nicht sicher, ob es jetzt morgen stattfinden wird oder eine Woche später. Weiß das zufällig jemand anwesend? Morgen. Findet morgen statt. Aha. Also dann will ich nicht weiter auf das Ergebnis von Katowice eingehen. Und ich habe dann auf jeden Fall vor, auch dort morgen hinzugehen. Das interessiert mich natürlich sehr, das von berufener Seite genauer zu erfahren. Ein Highlight sicherlich von der Klimakonferenz war das Auftreten der 15-jährigen Schülerin Greta Thunberg, die etwas tut, was wir alle tun sollten und viel zu wenig tun, nämlich wirklich aufstehen und wirklich Stellung beziehen und sich nicht mehr abwimmeln lassen. Ich denke, uns Ältere, oder ich empfinde es jedenfalls so, beschämt sie zu einem gewissen Grad. In der Zeit, wo mir das bewusst wurde, wie dramatisch die Situation ist, da war sie noch gar nicht auf der Welt. Also sie hat auch eine sehr beeindruckende Rede in Katowice gehalten. Insgesamt kann man wohl sagen, das Fazit, wenn man sich die Situation der letzten Jahrzehnte oder auch länger ansieht, ist wohl so, unsere Zivilisation ist offenbar gelähmt. Also unsere Gesellschaft kann nicht reagieren auf eine Überlebensfrage, auf eine ganz dramatische Überlebensfrage. Und viele Leute haben das natürlich auch schon sehr schlüssig zum Ausdruck gebracht. Ich habe einfach ein paar Zitate auswahlsmäßig da eingeschaltet. Elisabeth Colbert ist eine der frühesten Autorinnen, die das Thema sehr kompetent angesprochen haben in mehreren Büchern und Artikeln und so weiter. Der letzte Satz ihres Buches, Vor uns die Sintflut, spricht, glaube ich, für sich. Oder auch der Kommentar des Redakteurs der Süddeutschen Zeitung, Alex Rühle, oder auch der australische Philosoph Clive Hamilton, der sich auch sehr engagiert und also mit dem Thema seit sehr vielen Jahren sehr vertraut ist. Also das finde ich auch recht interessant, sein Bild, das er verwendet. Also die Klimaforschung lässt die Alarmglocken schon mit ohrenbetäubender Stärke schrillen, aber es scheint, als ob das Gehör, das menschliche Gehör für diese Töne nicht empfänglich wäre. Viele Bilder machen das auch irgendwie deutlich, also sehr häufig kann man in Zeitungen Karikaturen finden, wo unsere Haltung als Gesellschaft zur Klimakatastrophe verglichen wird mit der Haltung von süchtigen Rauchern, die sich nicht von den Warnhinweisen auf den Zigarettenpaketen abhalten lassen, weiter zu rauchen, auch wenn da oben steht, das ist tödlich. Oder eine Karikatur aus der Frankfurter Rundschau in diesem Fall, die Erde will sozusagen die tödliche Gefahr nicht zur Kenntnis nehmen und glaubt, man kann da wie mit einem Pokerspiel verhandeln mit dem Klima. Interessant auch ein Titelbild, das der Astrophysiker
Harald Lesch verwendet hat in einem Referat, das er im letzten Juli an der TU München zur Klimafrage gehalten hat. Das war das erste Bild, das er projiziert hat. Also Leute, die Golf spielen, während hinter ihnen der Wald brennt. Und da sagt also Lesch dazu, genauso ist unsere Situation. Es ist zwar sozusagen Feuer am Dach, aber wir tun so weiter, als wenn nichts wäre. Ein paar Leute schauen schon hin, nicht? Sieht man da hinten im Bild. Das wäre sozusagen nach Lesch er selber und das Publikum, sein Publikum bei der Veranstaltung. Die schauen zwar hin, aber die meisten, die kümmern sich da nicht drum. So wie gestern Abend vor dem Referat jemand in einer Kneipe zu ihm gesagt hat, ja, was er macht, so, das findet er schon sehr gut, die Arbeit, aber eigentlich, ich muss Ihnen ehrlich sagen, es ist mir wurscht. Der Harald Lesch das ganz gut so rübergekriegt, auch eine gewisse Verzweiflung drüber. Sehr gut hat das auch die Autorin Naomi Klein auf den Punkt gebracht, die kanadische Globalisierungskritikerin, deren Buch ich für das oder eines der wichtigsten Bücher unserer Zeit halte, das Buch This Changes Everything, Capitalism versus the Crisis oder auf Deutsch, also die Entscheidung, unsere Gesellschaft müsste eigentlich höchst alarmiert sein, aber das, was also die größten Gefahren mit sich bringt, wird mit großer Begeisterung weiter betrieben. Was ist eigentlich los mit uns, ist sozusagen das Motto Ihres Buches. Und dieser Frage, was ist eigentlich los mit uns, möchte ich dann jetzt ein bisschen noch auf den Grund gehen. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt die große Antwort bieten kann, was jetzt eigentlich los mit uns ist, aber ich denke, man kann einige Antworten in vier Richtungen suchen oder in der Richtung von vier grundlegenden Orientierungen oder Strukturen, Anreizstrukturen, Machtstrukturen unserer Gesellschaft oder unserer Zivilisation, die offensichtlich ein angemessenes Reagieren auf die Gefahr blockieren. Und ich würde also sagen, um die uns noch bleibenden Chancen noch nützen zu können, sollten wir diesen blockierenden Faktoren viel Aufmerksamkeit schenken. Und ich würde sagen, das ist auch der tiefere Sinn des Slogans System Change, not Climate Change, also um die Klimakatastrophe oder zumindest die schlimmsten Folgen noch abwenden zu können, müssen wir unser Gesellschaftssystem sehr kritisch unter die Lupe nehmen. Und ich würde meinen, man kann das also in vier Richtungen tun. Einerseits sozusagen die zivilisatorische Grundorientierung des sogenannten Extraktivismus, was man also sehen kann im Sinne des biblischen Aufrufs, macht euch die Erde untertan. Dann also im Sinne der Verschärfung des Extraktivismus, ich gehe dann noch darauf ein, was ich damit meine, durch den modernen Kapitalismus, also ein System, das darauf angelegt ist, auf permanente Geldvermehrung zu schaffen und also zwangsläufig immer weiter zu treiben. Ein drittes, also eine Verschärfung oder eine Radikalisierung dieses Geldvermehrungswahns durch den sogenannten Neoliberalismus, eine sehr besondere Form kapitalistischer Politik der letzten Jahrzehnte. Und viertens, eine Art Kultur oder Unkultur einer egozentrischen Verwahrlosung, ohne die eigentlich diese heutige gesellschaftliche Situation wohl auch gar nicht möglich wäre. Zunächst möchte ich also auf die Zivilisation des Extraktivismus eingehen, als erstes dieser vier Punkte. Da möchte ich mal zur Abklärung sagen, das ist ein besonderer Gebrauch dieses Begriffs, der wurde also in anderen Diskussionen auch anders gebraucht. Also dieser besondere Gebrauch, wie in Naomi Klein in ihrem Buch auch definiert, stammt so zunächst einmal aus der lateinamerikanischen Globalgerechtigkeitsdiskussion der letzten 20 Jahre in etwa. Also wenn man dem Begriff irgendwo anders begegnet, dann kann er auch andere Bedeutungen haben, nur so am Rande. Also man bezeichnet unter anderem Extraktivismus auch die Überlebensform von Jägern und Sammlern. Also das ist hiermit nicht gemeint.
Also in dieser Bedeutung ist es die Haltung, nehmen ohne zu geben, sich rausholen, was man kann, sei es aus der mitmenschlichen Gesellschaft, sei es aus der Natur und dem anderen Leben auf der Erde, also ohne zurückzugeben. Und das kann man natürlich zu einem gewissen Grad in Verbindung bringen mit dem Aufruf in der Genesis, der Bibel, macht euch die Erde untertan und alles, was da auf der Erde kreucht und fleucht, das könnt ihr euch einfach nehmen, ohne Rücksicht auf Verluste, so etwa kann man das deuten. Aber es geht mir jetzt nicht darum, was jetzt genau da in der Bibel steht oder nicht. Es ist zweifellos eine Haltung, die in der menschlichen Geschichte schon sehr alt und sehr verankert ist. Also Lebendes einfach zu instrumentalisieren und auszubeuten. Man kann sich fragen, wo das herkommt, woher kommt diese extraktivistische Sicht, also dieses mit dem anderen Leben, sei es innerhalb der menschlichen Gesellschaft, sei es außerhalb der menschlichen Gesellschaft, nicht auf Augenhöhe zu verkehren, sondern sich brutal zu nehmen, was man gerade nehmen kann. Man könnte sagen, zum Teil liegt es wohl wenn man etwa dem Verhaltensforscher Irenaeus Eibesfeld folgt, könnte man sagen, das ist gewissermaßen die opportunistische Grundhaltung lebender Arten. Man nimmt, was man kriegt, man holt sich was aus der Umgebung, was man halt kriegt und macht sich nicht große Gedanken drüber oder kümmert sich nicht drüber, was dann passiert mit der Umgebung oder mit dem anderen Leben. Und bei den meisten lebenden Arten, die meisten lebenden Arten können dabei auch nicht besonders viel Schaden anrichten. Das hat sich über Jahrmillionen herausgespielt, wie die einzelnen lebenden Arten halt miteinander verkehren. Wenn halt eine Art wie die menschliche Art dann im Lauf der Evolution plötzlich imstande ist, sehr viel mehr zu bewirken in der eigenen Umgebung, dann wird so eine Grundhaltung halt problematisch. Also wenn man sehr viel mehr Schaden einrichten kann aufgrund dessen, dass man imstande ist, Waffen oder Werkzeuge und so weiter zu erzeugen in großem Ausmaß, dann ist eigentlich die Verantwortung gegeben, über die längerfristigen Folgen des eigenen Eingreifens sich bewusst zu werden und Verantwortung dafür zu übernehmen. Und es würde auch scheinen, dass das irgendwo in der menschlichen Evolution auch angelegt war, so beschreibt es zumindest etwa Eibesfeld. Im Grunde genommen wäre die Erfindung der Landwirtschaft und die Sesshaftigkeit, also was man oft als die neolithische Revolution, die neue steinzeitliche Revolution bezeichnet, nicht möglich ohne eine Art von Haltung und ohne eine Art von Fähigkeit, dass man bedenkt die längerfristigen Folgen des eigenen Handelns. Sonst würde man natürlich auch keine Erfindungen machen können von der Art, wenn man bestimmte Körner sammelt und nicht einfach aufisst, sondern irgendwo einpflanzt und versucht, die Bedingungen der Pflanzung zu kontrollieren und zu beeinflussen und so weiter und dann halt mehr und mehr Nahrung schaffen kann und ähnliches mehr. Das geht eigentlich nur über eine Orientierung, dass man vorsorglich wird, dass man sich überlegt, was aus dem eigenen Tun wird, dass man Verantwortung für die längerfristigen Folgen des eigenen Tuns übernimmt. Und das ist sicherlich auch in der menschlichen Evolution angelegt gewesen, sonst hätte wohl die Erfindung der Landwirtschaft und die Sesshaftigkeit gar nicht passieren können. Es ist auch interessant, also da kann die Klimaforschung ganz interessante Aspekte auch beisteuern. Es ist offensichtlich in sehr kurzer Zeit passiert, also in wenigen tausenden Jahren, was evolutionär ja Millisekunden sind. Und es ist offenbar gerade ab dem Moment passiert, als was ganz Ungewöhnliches in der neueren Erdgeschichte passiert ist, nämlich ein ziemlich stabiles, einigermaßen warmes Klima. Aus der heutigen Klimaforschung kann man eigentlich entnehmen, dass das für Millionen von Jahren nicht der Fall gewesen war. Es hat nie so ein stabiles, warmes Klima gegeben wie in den letzten 10 oder 11.000 Jahren. Meistens war es viel zu kalt, viel kälter, also meistens waren Eiszeiten und vor allem war es auch sehr unstabil. Mal ab, mal rauf, mal runter gegangen, also die entsprechenden Grafiken sind voller Zacken, die nach oben und nach unten gehen. Diese stabile,
Verhältnisse, wie wir sie seit 10.000 oder 11.000 Jahren haben, hat es in der Erdgeschichte vorher längstens nicht gegeben. Und es spricht sehr viel dafür, dass sobald also diese günstigen Bedingungen da waren, unsere Vorfahren schon ein Potenzial zur Erfüllung oder zur Entfaltung bringen konnten. Dieses vorausschauenden, dieses voraussorgenden Verhaltens und sich einen Überblick verschaffen und Verantwortung zu übernehmen. Sowas kann man, also eine lebende Art kann das nicht in 2.000, 3.000 Jahren lernen. Das muss sie schon angelegt haben. Und es ist auch interessant, dass ja der Ackerbau und die Sesshaftigkeit innerhalb von wenigen tausend Jahren an 4 verschiedenen Punkten der Erde entwickelt wurden. Und zwar von Gruppen, die sich gegenseitig sicher nicht kennen konnten und nicht voneinander hätten lernen können. Das spricht zusätzlich dafür, da war es schon etwas angelegt in unserer Evolution, ein längerfristiges Denken und ein vorsorgliches Denken sozusagen zu entwickeln. Also das haben einige Klimaforscher, wie zum Beispiel Tim Flannery oder Hans-Joachim Schellenhuber, der bedeutendste deutsche Klimaforscher, sehr gut in Büchern beschrieben. Und es ist vielleicht ganz interessant, vor dem Hintergrund eine Deutung der biblischen Geschichte der Vertreibung aus dem Paradies in Betracht zu ziehen. Die entnehme ich einem sehr lesenswerten Buch eines der wichtigsten deutschen Hirnforscher, Joachim Bauer, ein Buch über die Ursprünge menschlicher Gewalt. Und also der Hinweis, den er da entwickelt, ist, dass die biblische Erzählung von der Vertreibung aus dem Paradies den Hintergrund hatte eines Missachtens oder eines Verletzens des Grundsatzes des vorausschauenden und voraussorgenden Handelns. Also es scheint so gewesen zu sein, wenn man Bauer folgt, dass die Erfindung des Ackerbaus im Teilen von Mesopotamien zu paradiesischen Zuständen geführt hat, also zu einer sehr sicheren Ernährungslage und sehr sicheren Lage also des Überlebens. Ja, also zu einer sehr sicheren Voraussetzung für das Überleben, dass das sozusagen der Hintergrund der biblischen Geschichte vom Paradies ist, also dass Teile Mesopotamiens wunderbar entspannt haben leben können oder die Menschen da wunderbar entspannt haben leben können und sie haben diese Grundlage zerstört, indem sie auf die ökologischen Rahmenbedingungen ihrer Existenz zu wenig geachtet haben. Und das scheint in diesem Fall und auch in vielen anderen Fällen vor allem der Umstand gewesen zu sein, eines rücksichtslosen Abholzens von Bäumen und Wäldern. Also zumindest nach einer Deutung der biblischen Geschichte der Vertreibung von Paradies, die auf den Theologen Henrik Pfeiffer zurückgeht, auf die sich also Joachim Bauer bezieht, ist die Geschichte, dass da Eva einen Apfel genommen hätte, das wäre ein Übersetzungsfehler gewesen. Also ich kann natürlich das selber nicht beurteilen, was hebräisch Apfel heißt oder ich weiß nicht, was für Sprache das war. Jedenfalls scheint es nach dieser Deutung so gewesen zu sein, dass es nicht darum gegangen ist, einen Apfel zu nehmen von einem Baum, sondern Bäume zu fällen. Also dass es das gewaltsame Handanlegen an einem Baum war, das zur Vertreibung aus dem Paradies geführt hat. Also könnte man deuten, eine Verletzung des Prinzips des vorsorglichen Handelns. Und also wenn man wiederum weiter Joachim Bauer folgt, dann hatte das eigentlich zur Folge ein schweres Auseinanderbrechen der Gesellschaft, der Beginn von gewaltsamen und Herrschaftsbeziehungen. Herrschaftsbeziehungen sind solche, in denen eine Seite erfolgreich auf Kosten einer anderen Seite ihre Interessen durchsetzen kann, in systematischer Weise. Und das wäre nach dieser Deutung sozusagen ein wesentlicher Ursprung gewesen von Gewalt und Hass und Spaltung und Ausbeutung in unserer Gesellschaft seitdem. Kann man natürlich verschiedentlich diskutieren, eine sicherlich nicht uninteressante Deutung.
Es gibt dann sozusagen mehr auf historischer Ebene viele andere neuere Forschungsergebnisse, die da interessant in Betracht zu ziehen sind. Ich verweise nur kurz auf ein Buch von Jared Diamond, also ein sehr erfolgreiches Buch, Collapse, haben vielleicht einige von Ihnen euch schon mal gesehen oder gelesen, wo also Jared Diamond, also ist ein Biologe und Geograf und Zoologe und Ökologe, also hat versucht, historische Beispiele quer durch die Welt zur Untersuchung von ökologischen Krisen, die meistens zu Zusammenbrüchen von Gesellschaften geführt haben, manchmal auch abgewendet werden konnten. Und das hat, vor allem hat er vier Beispiele angeführt, die ich da auch hingeschrieben habe, also die Maya-Hochkultur, die indianische Anasazi-Siedlungen im heutigen Südwesten der USA, die nordischen Siedlungen in Grönland im späten Mittelalter und vor allem auch die Osterinsel, die ja lange Zeit mit ihren riesigen Statuen ein großes Rätsel aufgegeben hat. Ohne jetzt auf die Details einzugehen, scheint also durchwegs der Fall gewesen zu sein, dass diese Gesellschaften zusammengebrochen sind, weil sie mit ihren ökologischen Lebensgrundlagen achtlos, rücksichtslos umgegangen sind. Und es scheint fast immer eine besonders große Bedeutung im Abholzen von zu viel Wald gelegen sein. Also dass man die Bäume rücksichtslos abgeholzt hat, bis dann viel zu wenige da waren. Das scheint vor allem der Fall auch der Osterinsel gewesen zu sein, die also bis ungefähr 1600 unserer Zeitrechnung offenbar eine sehr blühende Zivilisation war und ungefähr um 1600 ist aufgrund des Verlusts aller Bäume, heute ist ja die Osterinsel immer noch ohne, so gut wie ohne Bäume, sind die Lebensgrundlagen der Bevölkerung zusammengebrochen und also eine fürchterliche Katastrophe, die sich dann Jahrhunderte hingezogen hat. Und also Jared Diamond sieht da auch so eine Art gespenstische Parallelität zu unserer Situation. Die Osterinsel hatten mit unserer heutigen Erde das gemeint, dass man nirgends woanders hin fliehen konnte. Die Osterinsel ist die einsamste Insel der Welt. Tausende von Kilometern ist kein anderes Land. Bei den meisten ökologischen Katastrophen in der Menschheitsgeschichte konnten die Menschen, zumindest einige, anderswohin ziehen. Von der Osterinsel konnte man nicht weg, so wie man von der Erde eben nicht weg kann. Okay, so viel zu dem. Also es ist nichts Neues, diese Art von extraktivistischer Haltung, nehmen ohne zu geben, nehmen, was man kriegen kann, ohne mit dem anderen Lebewesen, den anderen Menschen auf Augenhöhe sich zu verständigen. Und man kann also sagen, die kapitalistische Wirtschaft ist eine Zuspitzung dieser extraktivistischen Haltung. Ich habe mal in einem Buch von einem kanadischen Zoologen und Umweltaktivisten und Publizisten, David Suzuki, einen ganz interessanten Bericht gelesen, der meiner Meinung nach diese Zuspitzung des Extraktivismus in der kapitalistischen Wirtschaft auf den Punkt bringt, habe ich hier hingeschrieben, also der Generaldirektor eines Forstunternehmens, der gesagt hat, ein Baum hat keinen Wert, bevor er gefällt ist. Also erst dann, wenn er in Geld umgesetzt werden kann, ist der Baum was wert. Deutlicher kann man eigentlich die Welt- und Lebensfremdheit dieses Systems gar nicht zum Ausdruck bringen. Bäume sind derartig wertvoll auf so vielen Ebenen für unser Leben. Sie halten Wasser, sie sind wichtig als Lebensraum für so viele andere Arten. Also für die Artenvielfalt sind sie unheimlich wichtig. Sie sind unheimlich wichtig für die Qualität der Erde, also des Humus und so weiter. Man kann sich wenig vorstellen, was wertvoller ist für uns als Lebensgrundlage. Natürlich gibt es vieles anderes auch, aber Bäume gehören da auf jeden Fall dazu. Wenn man aber nur danach denkt, was bringt denn das im Sinne von Geldvermehrung, dann sind sie natürlich, können sie leicht, bevor sie gefällt werden, als wertlos gesehen werden. Das ist also dieser Tunnelblick auf Geldvermehrung als einziges Kriterium oder als absolut vorherrschendes Kriterium.
alles, was da nicht reinpasst in die Geldvermehrungsmaschine, ist minderwertig und sinnlos. Sehr gut hat das meiner Meinung nach auch Fabian Scheidler in seinem Buch Das Ende der Megamaschine beschrieben. Der war ja auch schon mal in der Vortragsreihe hier, war sicherlich einer der interessantesten Vorträge, die wir hier gehabt haben. Aber die extraktivistische Haltung des Kapitalismus kommt eben darin zum Ausdruck, dass das, was zum Beispiel die Natur umsonst gibt, wertlos ist. Innerhalb des, eben wie dieser Forstunternehmer gesagt hat, solange der Baum nicht gefällt ist, ist es eigentlich sinnlos, also hat es überhaupt keinen Sinn und keinen Wert. Demgegenüber haben einige Forscher vor 20 Jahren besonders, hat dann so eine besondere Forschungskonjunktur auch mal gegeben, versucht zu berechnen, was eigentlich die Natur uns gratis gibt und was sozusagen nach der Rechnung der kapitalistischen Logik nichts ist, was das eigentlich für einen Wert hat, was die Natur uns leistet, von den Bienen über die Bäume und so weiter und so weiter, haben sie versucht zu berechnen, was das für eine Wirtschaftsleistung mit sich bringt und sind zum Teil zu erstaunlichen Ergebnissen gekommen. Also eine Gruppe unter der Leitung von Robert Costanza ist zum Schluss gekommen, das ist ungefähr doppelt so viel, als jährlich in der Welt am Bruttosozialprodukt produziert wird. Es hat vielleicht eine gewisse Perversion, auch sowas überhaupt in Zahlen fassen zu wollen, also eine gesunde Umwelt, überhaupt Gesundheit, Schönheit und so weiter, alles, was uns die Natur so liefert, ist, hat eine gewisse Perversität, das in Geld ausdrücken zu wollen. Aber es ist immerhin, wenn man mit unter diesem Vorbehalt, hat es immerhin einige Aussagekraft, zu versuchen, das in Dollar- oder Euro-Werten wiederzugeben, was die Natur für uns gratis tut und wofür sie sozusagen nicht bezahlt wird und wofür sie deswegen sozusagen uninteressant ist für die Geldvermehrungsmaschine. Also Umweltökonom Baban Sukhdev, der lange Zeit im Umweltprogramm der UNO gearbeitet hat, hat im Jahr 2008 versucht zu berechnen, was jährlich aufgrund des Raubbaus unserer heutigen Wirtschaft an Werten verloren geht, unwiederbringlich verloren geht und ist auf also Berechnungen zwischen 2 und 5 Billionen, also 1000 Milliarden US-Dollar im Jahr gekommen und hat es dann im Jahr 2008 auch verglichen mit den Werten, die da auf den Finanzmärkten, also September 2008, der große Krach der Börse, da sind in wenigen Wochen 1,5 Milliarden Dollar sozusagen haben sich in Luft aufgelöst, Billionen, nicht Milliarden, Milliarden sind ja nicht so viel, 1,5 Billionen haben sich quasi in Luft aufgelöst an Spekulationsgeldern und so weiter. Darüber war eine riesige Panik da, aber dass gleichzeitig jedes Jahr wesentlich mehr dadurch verloren geht, durch den Raubbau an den natürlichen Ressourcen, die nicht nachwachsen, hat niemals so eine Panik ausgelöst bis heute. Auch das zeigt sozusagen auch die völlig falschen Prioritäten. Also das wisst ihr wahrscheinlich ja auch alle, dass nach verschiedenen glaubwürdigen Berechnungen, ökologischer Fußabdruck und so weiter, unsere Gesellschaft seit den 1980er Jahren auf Pump lebt. Also wir verbrauchen mehr Naturmaterialien oder Naturressourcen, als wiederhergestellt werden können. Also während die Geldwerte in die Höhe schnellen, über allerlei Finanzmarktspekulationen und so weiter, ist der wirkliche Wert an Dingen, über die wir verfügen können, aufgrund des Raubbaus an den natürlichen Ressourcen immer weniger. Also wir werden als Weltgesellschaft immer ärmer, während die Ziffern immer weiter nach oben schnellen. Also daran, das kann man auch ermessen sozusagen an der Wahnhaftigkeit dieser Messlatte des Bruttonationalprodukts. Man kann sich das relativ leicht vor Augen halten, was eigentlich das Bruttonationalprodukt in die Höhe treibt, was eigentlich ein Verlust ist. Also Umweltzerstörung treibt das Bruttonationalprodukt in die Höhe, weil da muss dann alles Mögliche in die Wege geleitet werden, um den Schaden
zu begrenzen oder zu beheben. Da wird Geld gemacht. Wenn die Umwelt sozusagen für sich einfach intakt ist, dann wird kein Geld gemacht. Also die Zunahme von Krankheiten ist Geld, bringt Geld, nicht? Also wenn wir alle gesund werden, würde die Pharmaindustrie eingehen, nicht? Das ist auch schon durchgerechnet worden für viele Länder. Also je mehr Verkehrsunfälle in einem Jahr passieren, desto besser ist es für das Bruttonationalprodukt. Dann müssen die Leute operiert werden, dann müssen sie genesen. Die Reparaturwerkstätten müssen Autos reparieren, man muss vielleicht ein neues Auto kaufen und. Also je mehr Verkehrsunfälle passieren, desto besser ist es für die Ziffern des Bruttonationalprodukts. Oder auch der ganze Komplex der sogenannten geplanten Obsoleszenz. Ein riesiger Zusammenhang, dass also Produkte so erzeugt werden, dass sie vorschnell verschleißen und ersetzt werden sollen. Und auch also die ganze Werbewirtschaft ja uns dahin versucht zu lenken, möglichst immer neue Dinge zu kaufen und die alten, die noch gut sind, wegzuwerfen. Das führt also alles eigentlich zu einer Steigerung des Bruttonationalprodukts, aber absolut nicht zu einer Steigerung unseres Wohlbefindens. Bezeichnend eben auch, dass sogar der Begründer dieser Berechnung, der spätere Nobelpreisträger Simon Kuznets, eindringlich davor gewarnt hat, diese Berechnung als pauschalen Messwert für wirtschaftliche Entwicklung heranzuziehen. Aber der ist einfach überhört worden. Man kann also dann sagen, in unserer neuen neoliberalen Entwicklung ist dieser Wahnsinn, dieser extraktivistische Wahnsinn sozusagen noch mehr auf die Spitze getrieben worden. Da haben natürlich sehr viele Leute schon dazu geschrieben. Also ich meine, dass wiederum die Autorin Naomi Klein, die ich besonders schätze, das besonders gut auf den Punkt gebracht hat in ihrem Buch Die Schockstrategie, The Shock Doctrine. Im Großen und Ganzen, um es nur in wenigen Worten zu beschreiben, also es ist eigentlich eine Art von politischem Kompromiss, der Jahrzehnte nach 1945 ausgehebelt worden, also in der Zeit, in der der Sozialstaat wesentlich aufgebaut worden ist in vielen Ländern der Erde, in der Zeit, in der also auch verbindliche Umweltgesetzgebungen möglich waren, wo es also ein demokratisches Gemeinwesen in irgendeiner Form gegeben hat, das also den Konzerninteressen tatsächlich Vorschriften machen konnte. Also es war eigentlich eine Art Kompromiss zwischen dem Geldvermehrungsprinzip einerseits und anderen sozialen, ökologischen, moralischen Anliegen, die auch einen Platz finden konnten in diesen politischen Verhandlungen zwischen verschiedenen Interessen. Und der Vormarsch des sogenannten Neoliberalismus heißt eigentlich, dass die anderen Interessen mehr und mehr zur Seite geschoben werden und das Geld vermehren auf Teufel komm raus einfach immer mehr die Vorherrschaft hatte. Was zu diesen sogenannten Freihandelsverträgen geführt hat, von denen wir jetzt jede Menge heute haben, die im Grunde genommen globale Konzerndiktaturverträge sind, also dass Staaten eigentlich oder Parlamente, Demokratien kaum noch die Möglichkeit haben, Gesetze zu beschließen in ihrem eigenen Interesse. Und das ist wohl einer der wesentlichen Hintergründe, warum die Klimabemühungen bis heute so radikal gescheitert sind, weil also das Kapitalvermehrungsinteresse gegenüber allen anderen Interessen sich realpolitisch durchsetzt. Also die UNO-Klimaverhandlungen haben sich gegenüber den sogenannten Freihandelsverhandlungen im Wesentlichen unterwürfig verhalten. Und das hat eben, also ich kann jetzt im Detail nicht darauf eingehen, weil das würde eine lange Diskussion sein, aber im Grunde genommen sind also die Konzerninteressen, denen nichts liegt an Nachhaltigkeit, weil das sozusagen profitbeeinträchtigend ist, die haben sich in der Praxis fast immer durchsetzen können. Andererseits ist also eine der wesentlichen Aussagen von Naomi Klein in ihrem Buch This Changes Everything, es ist umso mehr eine Möglichkeit,
den Kampf für unser Klima als ein vereinigendes Moment heranzuziehen oder zu benutzen, wo sehr viele fortschrittliche sozial verantwortliche Anliegen auf einen Nenner gebracht werden können. Und das ist wohl auch ein wesentlicher Grund, warum die radikalen Neoliberalen und die entsprechenden Rechtsausleger im politischen Spektrum die Klimakatastrophe so fanatisch verleugnen. Also nur ein Beispiel, woran man das absehen kann, sind Berechnungen, die durchaus also von konservativen Finanzmarktinstituten kommen, die aufgezählt haben oder aufgelistet haben, wie viel von den existierenden Reserven an fossilen Brennstoffen noch verbrannt werden dürften, um also eine absolute Katastrophe, Klimakatastrophe zu verhindern. Und man ist in etwa im Jahr 2011 drauf gekommen, 4/5 dürften nicht mehr verwendet werden. Wenn man das ernst nimmt, dann müssen eigentlich die Konzerne, die unter anderem zu den profitabelsten Konzernen der Welt gehören, einfach zusperren. Und das wollen sie natürlich nicht. Aber de facto läuft es darauf hinaus, wenn wirklich nach dem Stand von 2011 4/5 der vorhandenen Reserven nicht mehr angezapft werden dürfen, dann sind die Werte, die Börsenwerte der großen Erdöl-, Kohle-, Gaskonzerne und auch viele andere Konzerne, die da indirekt dranhängen, die fallen in den Keller und die müssen abgewickelt werden. Auf das läuft es hinaus. Für 2016 ist das nochmal neu berechnet worden, da hat sich das dann eigentlich noch radikalisiert, also noch weniger von den vorhandenen fossilen Brennstoffreserven dürften verwendet werden. Ein anderer Zusammenhang, den Naomi Klein sehr gut aufgezeigt hat, ist, was müsste denn jetzt eigentlich geschehen, politisch, gesellschaftlich, um der Klimakatastrophe Paroli zu bieten? Und jeder Punkt, den sie aufgeführt hat, der ist eigentlich mit dem neoliberalen Denkmodell und mit dem neoliberalen System radikal unvereinbar. Das führt mich also noch zu dem vierten Punkt. Ein paar Minuten habe ich vielleicht noch. Also ich sollte ungefähr eine Stunde reden. Jetzt habe ich vielleicht 50 Minuten geredet. Diese Art von Denkweise, diese Art von System, wo die Geldvermehrung wichtiger ist, sozusagen die absolute Priorität hat vor allem anderen, führt notwendigerweise auch zu einer großen moralischen, sozialen Verwahrlosung, zu einem egozentrischen Denken. Klarerweise, also ohne dieses sehr verbreitete egozentrische Denken könnte dieses System nicht erhalten sein. Sich nicht erhalten. Also das Denken, wenn sich für mich was rechnet, dann mache ich das und es ist mir dann egal, was die Folgen sind. Da kann man vielleicht Werbeanschaltungen sehen, profitieren sich doch von den zukünftigen Hungersnöten. Also habe ich schon gesehen, also wenn man jetzt investiert in Landkäufe, aufgrund der absehbaren Hungersnöte auf der Erde wird also das zu einer großen Steigerung des Werts der Ländereien sein. Sozusagen praktisch sagt diese Werbeanzeige den Menschen, kümmert euch doch nicht um irgendwelche Leute, die darunter leiden, Hauptsache die Rechnung stimmt für euch. Nicht? Und das ist ja auch das Denken vieler Menschen in die Richtung, wenn es mir passt, wenn ich gut über die Runden komme, dann kümmere mich nicht um irgendwelche anderen Folgen. Und wenn irgendwelche Ökologen da daherkommen und sagen, das oder das oder das, das ist nicht verantwortbar, da sollten wir uns ein bisschen zurückhalten, dann schreien die Ökodiktatur. Nicht? Wenn jemand kommt und sagt, es gibt sozusagen eine Verantwortung für das Gemeinwesen, es gibt ein Prinzip der Fairness, es gibt ein Prinzip des Ausgleichs miteinander und das heißt, Flugreisen links und rechts, das geht einfach nicht mehr, wenn wir das Klima retten wollen. Das heißt, Fleischkonsum in riesigen Mengen geht nicht mehr. Wir müssen da verantwortlich sein in unserem Konsumverhalten. Dann sagt also der typische neoliberale, verwahrloste Mensch,
ich scheiß drauf, ich möchte tun, was ich mit meinem Geld kann und ich lasse mir da nicht von irgendwelchen Greenpeace-Leuten die Stimmung verderben, nicht? Diese Spaßbremsen und so weiter. Bezeichnend dafür ist sicherlich also der Boom der Monsterautos, nicht der SUVs und so weiter, die genau in der Zeit, also der Boom der SUVs hat genau in der Zeit begonnen, wo die Aufmerksamkeit für die Klimakatastrophe eine breite Öffentlichkeit erreicht hat, in den Anfang der 1990er Jahre. Genau in dem Moment, wo wir eigentlich innehalten sollten und sagen, wir müssen wirklich genau nachdenken, was wir der Natur entnehmen können, wie wir mit Ressourcen umgehen. In der Zeit werden völlig unnötig riesige Autos plötzlich hochpopulär. Und das ist diese Haltung auch, kann man auch in dem Zusammenhang sehen. Also natürlich durch die Klimaentwicklung werden die äußeren Lebensbedingungen immer schlimmer und immer schwieriger. Wenn man da so ein riesig mächtiges Auto hat, kann man für sich selber sich zumindest die Illusion machen. Also ich komme da schon drum rum, nicht, wenn die Straßen immer in immer schlechteren Zustand sind. Ich habe so ein Riesending mit Vierradantrieb und so weiter. Andere können vielleicht untergehen, aber für mich geht das schon, nicht? Die SUVs sind sicherlich ein ganz besonders klarer Ausdruck dieser rücksichtslosen, egozentrisch verwahrlosten Grundhaltung, die sich so verbreitet hat. Und das kann man auch auf tiefenpsychologischer Ebene ganz gut beschreiben. Also das habe ich recht gut beschrieben gefunden in einer Beschreibung des englischen Psychoanalytikers Paul Hoggett, der von einer perversen Kultur gesprochen hat. Und die Perversität, also die perverse Haltung, die man nicht nur mit Sexualität in Verbindung bringen braucht, sondern mit einer Art Grundhaltung. Die Haltung, also hat er beschrieben mit dem Bild eines Zuhälters im Kopf, in Anlehnung oder in Abgrenzung von einem Bild, das Sigmund Freud einmal verwendet hat, als innere Zensur, als Polizist im Kopf. Also der Polizist im Kopf, der ist verstört, wenn da etwas aus dem Unbewussten kommt, das mit den eigenen Idealvorstellungen, den eigenen moralischen Standards und so weiter nicht übereinstimmt, also ist verstört. Der Zuhälter im Kopf ist im Vergleich dazu, der schüttelt das sozusagen zynisch weg, nicht? Also der macht sich, dem kann man mit Aufklärung nicht kommen sozusagen oder mit kritischem Denken. Der denkt, was für mich geht, was sich für mich rechnet, das mache ich. Und wenn sich irgendwer aufregt, dann schüttle ich das einfach wie Staub von meinen Füßen. Und das ist auch diese Haltung, die in dieser Gesellschaft, wie wir sie heute haben, wo alles so ein bisschen ungenau ist und moralische Standards nicht mehr so viel gelten und wo man von selbstverständlich davon ausgeht, dass alle Leute so ein bisschen was vorspiegeln und nicht wirklich so richtig ernst meinen. Aber da kann man sich leicht rumschlängeln und ausreden. Also insofern ist diese perverse Kultur auch ein ganz großes Hindernis einer sinnvollen Reaktion auf die Klimakatastrophe. Also in der perversen Kultur sozusagen werden gefördert so Haltungen der Halbwahrheit, des Sich-Ausredens, des Beschwichtigen, des Verdrehens, des Ablenkens. Also zum Beispiel, was man heute als Whataboutism bezeichnet. Das heißt, wenn irgendein Thema angesprochen wird, das wirklich ernst ist, dann kommt die Antwort, ja, aber dann gibt es ja noch das andere und das andere und das andere Thema, über das redet ja angeblich niemand, aber ich möchte bitte mit meinem SUV weiterfahren und dann, aber wer spricht denn jetzt eigentlich von den, weiß ich, von den Kreuzfahrtschiffen oder was es immer sein mag, das kann man ja durcheinander wechseln. Da gibt es eine ganze Reihe von typischen Ausreden, die haben also zwei Umweltwissenschaftler in England mal ganz gut zusammengefasst in einem Buch, auch über die Klimakatastrophe. Die typischen Ausreden, die es gibt, die typischen Ablenkungen, ja, die anderen sind ja auch nicht besser, nicht hören wollen und ähnliches mehr. Und so, noch besonders deutlich wird das sicherlich also in der organisierten Klimaverleugnung, wo man richtig gehend sehen kann, dass die wesentlichen Vertreter der Klimaverleugnung, der Verleugnung der Kinder, also die das ganz offen verleugnen, die meisten Menschen reden sich irgendwie so drumherum, nicht? Das ist eine relative Minderheit, die sagen, das gibt es ja alles nicht.
Aber die bedeutendsten Vertreter der Klimaverleugnung, kann man sehen, die haben ein so zynisches und so verwahrlostes Bewusstsein, dass es ihnen selber eigentlich egal ist, ob irgendetwas, was sie sagen, richtig ist oder nicht. Hauptsache, es rechnet sich und es funktioniert. Und das vielleicht das größte Paradebeispiel ist das sogenannte Heartland Institute. Das ist in den USA und auch weltweit eines der Organisationen, die am heftigsten, am finanzkräftigsten und am aggressivsten die Klimaverleugnung betreiben. Die großen Kongresse des Heartland Institute in den USA sind immer so die Spitzenereignisse jedes Jahr der Klimaverleugner. Innerhalb dieses Heartland Institute gibt es eine Abteilung, die heißt Center on Finance, Insurance and Real Estate. Die haben das Problem, dass sie Lobbyarbeit nicht für die Erdölkonzerne machen, sondern für die Versicherungskonzerne. Und für die Versicherungskonzerne muss natürlich die Klimakatastrophe existieren, weil die ja Versicherungen zahlen müssen, also ihre Auszahlungen machen müssen. Und die können natürlich rechnen und sehen, also dass aufgrund der Klimakatastrophe mehr und mehr Fälle zustande kommen, wo sie zahlen müssen. Nicht? Jetzt gibt es den Leiter dieser Abteilung, der sagt, Eli Lehrer, der sagt, natürlich gibt es den Klimawandel und natürlich ist er menschengemacht. Innerhalb des Instituts, das berühmt oder berüchtigt dafür ist, für die Klimaverleugnung. Aber für die Versicherungskonzerne existiert er natürlich doch, weil da muss man ja in Washington Lobbyarbeit betreiben für Gesetze, die zugunsten der Versicherungen ausfallen. Und da kann man natürlich sehr praktisch auf die Klimakatastrophe hinweisen. Innerhalb desselben Instituts, und der Leiter dieser Abteilung sagt gar nicht, dass er politische Probleme hätte mit den anderen. Das ist nur mit dem PR ein bisschen schwierig, nicht? Aber eigentlich ist ja egal, was wahr oder falsch ist, nicht? Das sagen sie ja praktisch. Ein anderes richtig großes Beispiel ist, dass auch die fast alle dieser Institute, die die Klimaverleugnung auf ihre Fahne geschrieben haben, die bekannten, gleichzeitig befürworten alle möglichen Geoengineering-Methoden, also riesige, also Größenwahnsinnsprojekte, riesige Mengen von Schwefel in der Stratosphäre auszusprengen, also auszulassen, oder riesenteure Projekte, die auch sehr gefährlich sind, aber die halt wiederum riesen viel Geld bringen. Dieselben Projekte, also dieselben Institute, die sagen, es gibt ja gar keine Klimakatastrophe, sind dann für Projekte, für großtechnologische Projekte, die gegen ein Problem wirken sollen, das es angeblich gar nicht geben soll, nicht? Die nur von irgendwelchen Öko-Verschwörern erfunden wurde. Oder ein anderer Höhepunkt war gerade mal vor einem halben Jahr, dass das amerikanische Verkehrsministerium hat gerade beschlossen, bestimmte klimafördernde Abgasvorschriften für amerikanische Autos von der vorherigen Präsidentschaft Obama noch gültig waren, diese Vorschriften wieder zu kappen. Und die haben doch glatt erklärt, im Gegensatz zu dem, was sonst die Regierung Trump erklärt, also wir kommen sowieso auf 4 Grad Erderwärmung zu, jetzt ist es auch schon wurscht, nicht? Ob wir dann da bessere oder schlechtere Abgaswerte für amerikanische Autos haben, ist eigentlich unerheblich, was man sagen kann, ja auch irgendwo stimmt, wenn man sonst nichts tut. Aber die sagen das ganz offen, die sagen ganz offen, das, was sie sonst immer verleugnen, ja, existiert, es ist ihnen gerade so bequem gewesen, ihre Abschaffung von bestimmten Schutzbestimmungen damit zu rechtfertigen. Und diese Art von Verwahrlosung sieht man natürlich auch links und rechts, also bei den organisierten Klimaverleugnern. Einer der bekanntesten ist ein gewisser Mark Marano, der sich also sehr öffentlich wirksam auftritt, der sich nicht geniert hat, auf seiner Blogseite mal zu schreiben, also wir sollten die Klimawissenschaftler treten, solange sie am Boden liegen. Sie haben es verdient, öffentlich ausgepeitscht zu werden. Also die Art von Haltung, und also 2 Journalistinnen in der Zeit haben das auch ganz gut kommentiert. Ich mache da schnell weiter. Also es gibt da ein sehr gutes Buch zu dieser ganzen Geschichte von der Wissenschaftshistorikerin Naomi Oreskes und vom Journalist Eric Conway, die also diese Geschichte der Klimaverleugnung auch zurückverfolgen,
die Lobbygruppen, die sich da sozusagen über lange Zeit gebildet haben, relativ kleine Gruppen von Wissenschaftlern, die da eine große Rolle gespielt haben, aber eine ganz, da gibt es nur eine direkte Linie von Wissenschaftlern, die sich hergegeben haben für Tabakkonzerne und denen es ein halbes Jahrhundert lang gelungen ist, die Erkenntnis über die Gefährlichkeit des Rauchens, sozusagen die Folgen dieser Erkenntnis für die Tabakkonzerne abzuwehren, durch allerlei Lobbyarbeit, dass man gesagt hat, es ist nicht so sicher, ob das wirklich gefährlich ist. Und die Leute, die also gezeigt haben, wie gefährlich Rauchen ist, schwer unter Druck und gesetzt haben und eingeschüchtert haben und so weiter. Gut, ich mache da vielleicht einen Schluss, weil ich schon zu lange geredet habe. Ich habe versucht, sozusagen jetzt vier Fragerichtungen anzudeuten, die man natürlich alle viel mehr vertiefen müsste. Aber wo ich sehen würde, dass da wirklich große Blockaden sind, die wir ganz direkt und viel gezielter diskutieren und auch in Frage stellen sollten, um dem Klima noch eine Chance zu geben. Okay, dann mache ich hier mal einen Punkt. Ich bin zum Teil jetzt relativ eilig über einige Punkte hinweggegangen, um den Zeitrahmen nicht zu sehr zu sprengen. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, dass wir nun noch zu einer regen Diskussion mit Ihnen allen zusammenkommen. Ja, sicherlich sind Sie jetzt erstmal ein bisschen erschlagen, denn es war ja auch keine leichte Kost und es führt ein bisschen vielleicht dazu, dass man sagt, ja, was sollen wir denn jetzt noch machen? Aber ich hatte am Anfang ja schon einige positive Aspekte erwähnt, dass die jungen Leute diejenigen sind, die jetzt doch aufzuwachen scheinen. Und ich denke, unsere Aufgabe besteht darin, sie zu unterstützen. Also um Gottes Willen, sie nicht davon abzuhalten, zu protestieren und sich wirklich einzusetzen für unsere Lebensbedingungen hier auf unserem Planeten. Ja, bitteschön. Vielleicht ein positives Beispiel eines noch nicht fünfjährigen Enkels, mit dem ich also in Palingen unterwegs war. Und in Palingen werden jetzt Kabel verlegt für Internet. Und da waren so breite gelbe Plastikstreifen auf einer großen Rolle. Und der kleine Junge sagte, das ist doch Umweltverschmutzung. Wertschätzung. Also mein Wunsch ist einfach, dass in Schulen, in Kindergärten einfach ja, eine ganz andere Wertschätzung für die Natur angeleitet wird. Und da kann man unglaublich viel tun. Zwei Informationen will ich vielleicht noch ergänzen. Das eine ist, das Internet macht schon 10% des gesamten Stromverbrauchs aus, weltweit gesehen. Und da finde ich, sollte man sich mit Datenvolumen echt zurückhalten. Und das andere, die Klimadiskussion oder die Treibhausgas- und Schutzemissionen und so weiter, ist ziemlich stark auf den Strommarkt fokussiert. Der Stromverbrauch macht eigentlich gar nicht so sehr viel aus. Ich glaube, Strom macht nur so 5% der Endenergie aus. Vielleicht sind es 20% der Primärenergie, das weiß ich nicht. 50% der Primärenergie wird für die Beheizung von Häusern benutzt und vielleicht 30-40% für den Verkehr. Also wenn man die Häuser besser dämmen würde und hätte man ganz viel Öl und Gas übrig, mit dem man theoretisch den gesamten Strom erzeugen könnte, also da muss man vielleicht auch mal nicht nur so auf den Strommarkt konzentriert sein. Und das dritte ist eine Fragestellung, da kann ich leider nur zur Diskussion stellen, wie gehe ich jetzt mit Menschen um? Das ist immer das Schwierige. Was soll ich machen, wenn meine Nichte meint, ein Au-pair in Neuseeland machen zu müssen? Und dann ihr Freund auch nochmal dahin kommt und dann für eine Bewerbung nochmal kurz nach Deutschland zurückfliegt und wieder hin. Was soll ich da machen? Das ist das eigentlich Schwierige für mich. Ich möchte dazu gleich was sagen. Also ich finde das auch eine gute Idee, Umweltschutz mehr in die Schulen zu integrieren. Allerdings, ich habe die große Sorge, dass das alles viel zu langsam ist. Also
So, das ist meine große Sorge. Und also es muss ja jetzt irgendwie eine Veränderung stattfinden, und zwar die muss schnell stattfinden. Und Veränderung muss stattfinden in der Politik, in der Wirtschaft und im Verhalten der Menschen. Und ich merke auf allen Ebenen, also Wirtschaft sowohl im produzierenden Bereich wie auch im geldlichen Bereich, also in welche Kraftwerke investiert man, also Divestment ist ja noch so ein wichtiges Wort. Ich merke auf allen Ebenen, sowohl in der Wirtschaft wie auch im privaten, persönlichen Verhalten, wie auch in der Politik, massive Widerstände, Dinge zu verändern. Und also dieser Konflikt jetzt im persönlichen Bereich geht also bis in meiner Familie, dass wir also solche Fragen diskutieren, ist es moralisch vertretbar, nach Andalusien zu fliegen oder nicht? Und ich würde das gerne sehr optimistischer, auch so optimistisch sehen, dass die Jugend doch aufwacht. Und ich möchte da aber mal einen Gegenpol setzen. Also ich habe 4 Kinder und die Argumentation ist dann, naja, ihr als Erwachsene, also ihr als Alte quasi, ihr könnt euch leisten oder ihr habt bis heute, seid ja immer in den Urlaub geflogen, habt Fernreisen gemacht, manchmal mehrmals im Jahr. Und warum sollen wir dieses Privileg, was ihr euch rausgenommen habt, nicht auch haben dürfen? Ja, so ist die, also das ist so eine ähnliche Argumentation, die teilweise zwischen Entwicklungsländern und Industrieländern geführt werden. Ja, dass also Entwicklungsländer sagen, naja, Mensch, ihr habt doch eigentlich so viel Kohle oder fossile Brennstoffe verbraucht. Ja, warum, mit welchem Recht, welches Recht habt ihr eigentlich, uns das zu verbieten? Ja, und also mein Problem ist, dass die übernächste Generation natürlich mit dem selben Argument dann wieder kommt zu der nächsten Generation und damit dann rechtfertigt, warum das eigene unökologische Verhalten doch wichtig ist. Weil ich will mich ja auch selbst verwirklichen im Sinne von Neoliberalismus und ich bezeichne mich in meiner Familie häufig als Spaßbremse, ja, weil ich irgendwie dann so unangenehme Aspekte aufwerfe und ich kriege da massive Konflikte innerhalb meiner Familie. Und ich muss mich dieser Frage oder dieser Bemerkung da hinten anschließen, dass ich es ganz schwierig finde, mich damit umzugehen. Und ich fühle mich auch manchmal hilflos und ohnmächtig. Und das ist massiv konfliktbezogen in dem Augenblick, wenn man das eigene Verhalten und das Verhalten der anderen Menschen da mit einbezieht. Aber ohne eine massive Verhaltensveränderung wird das alles nicht funktionieren. Also zu diesem Urlaubsthema, jetzt ältere Generation, hätte ich den Vorschlag, die nächste Reise einfach ohne Flugzeug zu machen, eben 3 Tage mit dem Bus nach Andalusien zu reisen oder so. Einfach positiv vorangehen. Ja, sowas Ähnliches hätte ich jetzt auch vorgeschlagen. Also vielleicht auch einfach zuzugeben, das, was wir damals gemacht haben, übrigens ich nicht, aber das war vielleicht scheiße. Das haben wir nicht gesehen, was wir da gemacht haben. Ich möchte gerne einmal darauf eingehen, auf das Thema, was die Politik machen kann. Ich bin selber seit Mai in der Bürgerschaft Mitglied. Ich habe mich für die Unabhängigen aufstellen lassen und bin jetzt im Wirtschaftsausschuss. Und bin eigentlich diesen Weg der Politik gegangen, weil ich gedacht habe, ey Mann, wenn ich zur Attac gehe oder ich weiß nicht wohin, vielleicht kann ich da ja mehr bewirken. Ich habe aber das Gefühl, das ist gar nicht so. Ich sitze da in diesem Wirtschaftsausschuss, jetzt um das mal zu erklären, mit lauter Leuten, die sich unglaublich freuen, dass wir jetzt hier und da wieder ein Gewerbegebiet neu erschlossen haben, dass wir am Skandinavienkai Hallen in 28.000 Quadratmeter Größe bauen und sowas. Dieses Thema, wohin wollen wir eigentlich mit unserer Wirtschaft, ich bin ratlos, ist in diesem Wirtschaftsausschuss nicht anzubringen. Wenn ich es anbringen würde, würde ich für einen Ökospinner gehalten werden.
Und auf der anderen Seite muss man ja auch mal sehen, wir als Stadt Lübeck, wir sind ja auch froh, dass es jetzt mal so ein bisschen vorangeht, dass wir wieder aus den roten Zahlen rauskommen und so. Also dieses Thema ist alleine schon auf kommunalpolitischer Ebene. Und wir sind ja alle Ehrenamtler. Ich bin von Beruf Kinderbuchillustratorin, habe also damit beruflich gar nichts zu tun eigentlich. Es ist unfassbar schwer. Man weiß überhaupt nicht, wie man damit umgehen soll. Und wenn wir wenn ich irgendwelchen Dingen nicht zustimmen würde, oder wir als Unabhängige, dann werden wir hinterher nicht mehr gewählt, weil es dann heißt, ja, ihr sorgt wieder nicht für Lübeck und für den Fortschritt von Lübeck. Echt, ich bin ratlos. Helfen Sie mir. Ich denke, dass wir deswegen auch eine neue Heldenkultur brauchen, gerade für die Kinder, dass wir ihnen vermitteln, dass wir bei den ganzen Verlockungen heutzutage auch zeigen, dass Verzicht eine wirkliche Leistung ist, eine wahre Leistung ist, die auch anstrengend sein kann. Und dass es nicht Tatenlosigkeit quasi ist, Sachen sein zu lassen. Nicht nur in der Wirtschaft, im Wirtschaftsausschuss, sondern gerade in der Schulbildung. Ich empfinde das gar nicht als Verzicht, wenn ich etwas nicht tue, von dem ich erkannt habe, dass das verantwortungsvoll ist, dass das sinnvoll ist, es nicht zu tun. Also wenn ich zum Beispiel, mich kriegt man in kein Flugzeug hinein, außer mit vorgehaltener Waffe, oder jemand überzeugt mich aus irgendwelchen ganz bedeutenden inhaltlichen, sachlichen Gründen, dass es nicht vermeidbar ist, aber sonst mache ich das nicht. Und ich habe aber nicht das Gefühl, mir entgeht was im Leben dabei. Ich habe das Gefühl, das ist eine höhere Lebensqualität, wenn man mit den Lebensbedingungen, den Lebensumständen, der lebendigen Umwelt, in der man lebt, achtsam umgeht. Ich finde das befriedigender, als ein Konsummodell zu verfolgen, in dem ich das und jenes bekomme und mir kaufe und so weiter. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Beispiel Flugreisen mir vorstelle, denke ich, es ist doch richtig scheiße, auf Flughäfen da rumzuhängen und sich da wie eine Sardine in ein Flugzeug hineinpressen zu lassen. Und jeder Flughafen sieht aus wie so ein Supermarkt oder irgend so ein Hypermarkt, nicht so, schaut alles miserabel scheißlich aus, nicht? Dafür zahle ich dann noch einen Haufen Geld. Also ich sehe eigentlich die Befriedigung nicht, aber vielleicht bin ich da weltfremd, aber ich sehe es als etwas viel Befriedigenderes an, wenn es mir in Ansätzen gelingt, respektvoll und achtsam mit den Lebensumständen, in denen ich mich befinde, zurechtzufinden. Und ich frage mich, warum so viele Menschen das als unerträglichen Verzicht empfinden, auf bestimmte Konsumgüter verzichten zu sollen. Also es gibt natürlich Konsumgüter, die auch wirklich eine wesentliche Befriedigung bieten, aber es gibt sicherlich genügend von solchen Konsumgütern, die nicht umweltschädlich oder wenig umweltschädlich sind. Insofern frage ich mich, was da jetzt eigentlich dahinter steckt, hinter dieser Ablehnung von Verzicht. Und ich denke, viel, was also sozusagen dieses Konsumdenken, das bei uns so stark verankert ist, ausmacht, ist eigentlich eine Abwehr von Ängsten. Das ist gar nicht so sehr befriedigend, das große Auto zu haben, die teure Urlaubsreise zu haben, die neueste Mode zu tragen und ich weiß nicht, was man da noch alles anführen kann, das ist nicht wirklich, würde ich meinen, für sich befriedigend, sondern es hält gewisse soziale oder andere Ängste irgendwie in Schach. Also wie man vielleicht in der Gesellschaft dasteht, wenn man sich dieses oder jenes leistet oder nicht leistet. Da ist also auch die Politik von großer Bedeutung, was für Lebensmodelle eigentlich von der Politik oder anderen Instanzen des öffentlichen Lebens vorgeführt werden. Also wie soll man denn eigentlich leben? Was ist ein befriedigendes Leben? Also was uns vorgeführt wird, ist, man soll immer triumphieren über andere. Nicht? Wer ist das nächste Supermodel? Wer gewinnt die Fußballweltmeisterschaft? Wer gewinnt dort und dort und dort? Und man schaut dann immer auf die Verlierer verächtlich runter. Und es gibt sozusagen eine riesige Angst, ja, nicht zu den Verlierern zu gehören, ja, bei den Starken zu sein. Und ich denke, wenn es gelänge, diese Angst
zu verringern und Menschen dadurch, also uns alle, nicht, dass wir uns alle dadurch mehr besinnen können, was uns wirklich Freude macht im Leben, was uns wirklich befriedigt, dann würden wir die Idee von Verzicht auf dieses und jenes nicht mehr als Spaßbremse wahrnehmen. Und ich denke, eine der Aufgaben der Politik ist sozusagen, eine Atmosphäre mitzuschaffen oder für eine Atmosphäre einzutreten, in der dieser Siegerkult nicht mehr befürwortet wird, in der Schwäche nicht verächtlich ist, in der man reden kann über Ängste, in der man sich nicht groß aufputzen muss, um der großartige, überdrüber Mensch zu sein. Da könnte wahrscheinlich die Politik, aber auch die Kultur und alle möglichen anderen Instanzen einiges leisten, wenn man das eben wollte. Aber unsere Gesellschaftsstruktur, so wie wir sie jetzt haben, ist ja so aufgebaut, gewinnen in der Konkurrenz, nicht besser sein als der andere und eben die Angst, dass man eigentlich immer verlieren kann. Ein Fehlen von Vertrauen, das im Zwischenmenschlichen dadurch sich breit macht, was wiederum größere Ängste schafft. Also ja, das sind halt so ein paar Ideen dazu. Das ist sicherlich keine erschöpfende Antwort, aber ich möchte vielleicht mal... Ja. Darf ich dazu vielleicht ein positives Beispiel nennen? Und zwar auf diesem Klimakongress, auf dem ich war, da wurde die ganze Verpflegung für den Kongress aus Lebensmitteln geschaffen, die übrig geblieben waren aus Supermärkten. Diese Studenten, die sind Containern gegangen. Wir haben alle im Überfluss genug gehabt. Und zwar so viel, dass wir alle nachher aufgefordert wurden, noch uns was einzupacken für die Heimreise. Und es war ein wunderbares Essen, was wir da hatten. Und das ist so ein Aspekt, wo ich glaube, junge Leute schon ganz viel verstanden haben, dass diese Verschwendung und dieses Nichtachten von unseren Lebensmitteln und unseren Grundlagen, dass das ja ein ganz wichtiger Punkt ist, der zu bedenken ist. Auf der anderen Seite fand ich eben auch richtig interessant oder für mich neu dieses Umgehen miteinander. Also ich fand es ganz wunderbar, wie achtsam man dort miteinander sprach, wie man darauf achtete, dass jeder zu Wort kam. Und das fand ich, waren so Qualitäten, die ich in dieser Form, in dieser Konzentration lange nicht oder vielleicht noch überhaupt nicht so erlebt habe. Weitere Fragen oder willst du erstmal noch was? Ich würde auch noch gerne zu der Frage mit den verzichten und worauf verzichten wir und woran orientieren wir uns, noch eine Bemerkung da ergänzen. Ich denke, ein wichtiger Faktor dabei ist auch die Zeit. Genauer gesagt, der Zeithorizont, in dem wir letztlich selber jeden Tag leben. Wir leben in der Gegenwart, aber wir denken natürlich auch ein bisschen in die Zukunft. Und die Frage ist, wie weit wir denken. Meistens ist es so, wenn wir uns wirklich ernsthaft mal selber fragen, sind wir an sehr kurzfristigen Erfolgen, kurzfristigen Siegen, wie du das gesagt hast eben, oder wir sind kurzfristig mal Sieger irgendwo, sind besser, oder wir haben den und den kurzfristigen Genuss. Das ist immer eine sehr kurzfristige Sichtweise, und was dabei völlig aus dem Blick gerät oder aus dem Blick bleibt, ist die langfristige Perspektive. Was bedeutet mein kurzfristiger Genuss eigentlich für langfristige Probleme? Ich komme dann schnell mal eben, ich fliege übers Wochenende, was weiß ich, ans Mittelmeer oder irgendwo hin. Das ist im Moment ganz schön, aber auf lange Sicht können wir uns das einfach nicht leisten. Und dieser Aspekt, was hat das für langfristige Konsequenzen, das ist eine Sache, die wir in unseren Modellen bei den Bewertungen, was ist Verzicht oder nicht, was gewinne ich damit eventuell auch, haben wir diese langfristigen Folgen eben noch gar nicht mit im Blick. Und das ist sicherlich auch ein Fehler, der uns
im Menschen schon angelegt ist, weil wir durch kurzfristige Konsequenzen sehr stark geprägt werden. Wenn wir sehen, das ist was Schönes, dann machen wir das ganz schnell und denken nicht so weit hinaus. Aber du hast es vorhin erwähnt, der Mensch hat im Laufe seiner Entwicklung die Möglichkeit entwickelt, doch technische Einfluss auf die Umwelt zu nehmen. Ich sage es mal ganz bewusst, so ganz allgemein, technisch Dinge auszulösen und hat die Macht entwickelt, Prozesse in Gang zu setzen. Was uns dabei fehlt, ist, das zu überblicken, was diese Prozesse, die wir technisch in Gang setzen können, auch tatsächlich bedeuten, langfristig. Das hat bisher keiner bedacht. Und du hast auch historisch das eben nochmal etwas aufgedröselt, wie lange diese Erkenntnisse da sind. Auch dazu gibt es ja schon noch ein paar andere Beispiele, die gerade diese langfristige Perspektive in den Vordergrund gestellt haben. Das war 1968, hat ein, wie heißt er mit Vornamen, Pecci, glaube ich, also ist sein Nachname, Pecci in Rom. Der Begründer des Club of Rome. Den meine ich. Pecci, ja. Hat dort den Club of Rome gegründet und relativ schnell danach, 1972, glaube ich, ist sein Bericht über die Grenzen des Wachstums rausgekommen. Und ein Grundgedanke dabei ist, wenn wir das wirklich etwas längerfristig betrachten, diese ganzen Wachstumsmodelle, die wir auch in der Wirtschaft, die immer hochgehalten werden, das sind exponentielle Prozesse. Mathematisch ist es eindeutig, dass die irgendwann über alle Grenzen wachsen. Das heißt, das kann gar nicht funktionieren. Irgendwann sind die Ressourcen der Welt viel zu klein, um solche Wachstumszahlen auf Dauer realisieren zu können. Das ist ein Grundgedanke, der in diesem Club of Rome entwickelt wurde. Das ist 50 Jahre her und hat sich bisher kaum jemand drum gekümmert. Das sollten wir dringend mal nachholen. Also vielleicht nur gerade, also ich denke, weil du sagst, dieses kurzfristige Denken ist im Menschen angelegt. Ich habe versucht zu argumentieren, auch das langfristige Denken ist im Menschen angelegt. Wenn das nicht der Fall wäre, hätten unsere Vorfahren nicht, wären die nicht imstande gewesen, die Landwirtschaft zu erfinden. Wenn das nicht schon angelegt wäre, in unserer Evolution auch langfristig zu denken. Wir können es, aber wir haben das bisher zu wenig gemacht. Können wir uns darauf einigen? Offensichtlich und sicherlich sind wir heute in einem viel höheren Ausmaß als in der Vergangenheit gefragt und also herausgefordert, weil, ja, darauf hast du ja auch hingewiesen, die Auswirkungen und der technischen Dinge, die wir entwickeln, viel längerfristiger, viel weitgreifender sind und unter Umständen auch viel katastrophaler, wenn es nicht bedacht wird, was für Folgen unser Tun hat. Da sind wir sicherlich in einer Weise gefordert, worauf wahrscheinlich auch unsere Evolution uns nicht gut vorbereitet hat. Ja, ich habe nicht eigentlich eine Frage, sondern mehr ein Statement. Aber ich würde es so machen, dass es ein Thema wird, was wir dann vielleicht weiter verfolgen können. Einmal rückwärts. Wir sind vielleicht nicht gut gerüstet, aber Sie haben gesagt, das Vorwärtsdenken, das umfassende Verantwortliche war doch schon da, als es mit der Landwirtschaft losging. Da hätte ich eine These, ob man nicht eigentlich sagen müsste, damals gab es überragende Persönlichkeiten, die das konnten. Das waren ja alles hierarchische Kulturen. Da gab es also vielleicht eine Schicht von Menschen, die einfach dafür wirklich gerüstet waren, Gesellschaften vorwärts zu bringen. Und heute haben wir gerade ein Beispiel hier im Saal gehört, eine, die in die Politik gegangen ist, um etwas zu bewegen und die an einem kleinen Beispiel deutlich gemacht hat, wie wir uns heute gerade in den Verantwortungsstrukturen blockieren. Ich habe in den letzten Jahren einige Kongresse zur Zukunft besucht und dort wurde immer wieder gesagt, dass auf politischer Ebene ja längst alle nötigen Entscheidungen und Verabredungen entwickelt wurden. Sie werden nur eben einfach nicht umgesetzt. Und auf diesen Kongressen wurde das immer wieder genau mit derselben Ebene, die wir hier als Beispiel hatten, auch in Verbindung gebracht. Man wird als Politiker eben schnell abgewählt. Man kann sozusagen, so wie wir strukturiert sind, kaum etwas Unbequemes machen. Da war Frankreich ja gerade auch ein sehr schönes Beispiel. Erst die große Demonstration, dass es vorwärts gehen muss mit dem Klima, dann die Erhöhung dieser Benzinsteuern und dann genau die Gegendemonstration.
Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass wir jetzt als Einzelne uns voll verantwortlich fühlen müssten, jeder so gut er kann, und uns viel besser vernetzen müssen. In dem Sinne war ich mit Ihrem Vortrag recht zufrieden, weil Sie sehr verschiedene Autoren verknüpft haben. Aber es gab zum Beispiel eine Stelle, da war ich gar nicht zufrieden. Sie haben erwähnt, dass auch das, was einfach benutzt wird, was in der Wirtschaft erstmal nichts kostet, auch nicht als Wert gerechnet wird und dass jetzt Forscher angefangen haben, das als Wert zu rechnen. Und da gibt es ja eine ganze Bewegung, die das macht. Das ist die Real Cost Bewegung. Wie heißt die Bewegung? Real Cost. Reale Kosten. Ja. Real Cost. Sehen Sie? Noch nicht einmal gehört. Und das wäre mein Tipp, dass die, die in dieselbe Richtung unterwegs sind, sich viel besser verknüpfen müssen. Real Cost bietet die Möglichkeit, zum Beispiel für landwirtschaftliche Produkte, die konventionell hergestellt sind, sagen zu können, die haben den falschen Preis. Bio ist nicht zu teuer, das ist viel zu billig, weil in Wirklichkeit die Staaten, die Steuerzahler für die Folgekosten aufkommen. Und dass wir viel konkreter die Dinge verknüpfen müssen und uns verknüpfen müssen. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum Unterschriftensammlungen immer so lange brauchen, um auch nur 50.000 zusammenzukriegen. So, einfach konsequenter, bitte. Dankeschön. Willst du da direkt drauf reagieren oder wollen wir noch weitere Fragen? Also was mich immer sehr motiviert, ist, sich gegenseitig auch die guten Geschichten zu erzählen. Denn wir sitzen hier alle hier und gehen wieder nach Hause, sitzen dann hinterher auf unserem Sofa und sagen, was kann ich jetzt machen? Und mir persönlich hilft es immer, das auch lauter zu sagen. Und nicht jetzt, zum Beispiel, wenn ich jetzt in der Politik unterwegs bin und irgendwie das Gefühl habe, ich müsste irgendwie glänzen oder irgendwie gut dastehen, zu sagen, nein, ich habe kein Auto, ich fliege nicht. Ich kaufe mir jetzt keinen neuen Anzug, nur weil ich irgendwie in der Bürgerschaft stehe. Ich habe dieses Jahr das letzte Mal einen Tannenbaum gehabt, weil ich festgestellt habe, dass Tannenbäume unökologisch sind. Und dass man wirklich anfängt zu sagen, ich mache es anders. Und ist mir scheißegal, was die anderen dazu sagen. Und ich glaube, das ist gut. Einfach, auch wenn das kein fertiges Gegenmodell ist, ich bin, weiß der Geier, kein fertiges Gegenmodell ist ja keiner von uns, aber sich hinzustellen, zu sagen, ich versuche es anders und es laut zu machen, damit die anderen hören und sich vielleicht auch äußern. Also ich glaube, es ist wirklich wichtig, sich Erfolgsgeschichten zu erzählen in der Richtung, und mir geht es gut und besser, also mit diesem Verzicht, als vorher. Ja, da möchte ich gleich mal anknüpfen. Es gibt ja diesen tollen Film Tomorrow, wo so also positive Projekte auf aller Welt gefilmt worden sind. Und es gibt eine Gruppe, habe ich gerade erfahren, die heißt Tomorrow AG, und die zeigt diese Woche Freitag in der Wortwerf diesen Film und diskutiert darüber. Und das ist einfach ein Beispiel von vielen, dass viele, viele, viele Menschen unterwegs sind. So sehe ich das. Ich sehe das auch in der Wirtschaft, dass es da wirklich tolle Entwicklungen gibt. Wir hatten hier auch den Vortrag von der Gemeinwohlökonomie, also dass eben geguckt wird, dass andere Werte in der Wirtschaft einfach eine Bedeutung haben. Und das war ja auch so die Quintessenz des Vortrages, wie ich das so sehe, ne? Und dann natürlich auch in unserem eigenen Denken. Ich habe eben auch gedacht, ja, ich muss einfach viel mutiger sein, also so wie meine Nachbarin das gerade gesagt hat, einfach ohne jetzt einen anderen überzeugen zu wollen oder zu sagen, ja, das ist aber klimaschädlich und so weiter, einfach viel mehr meine Sachen, die ich gut finde, einfach wertfrei zu äußern und zu vertreten. Also dass ich einfach das Gefühl habe, in meinem Lebensumfeld habe ich da kann ich wirken. Und ein Punkt ist auch zum Beispiel die Fleischproduktion. In dem Vortrag wurde gesagt, ein zu großer Konsum von Fleisch ist
ja, klimaschädlich. Und ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen, also der Fleischkonsum und das, was die Tiere an, ja, an Abgasen produzieren, hat also eine ganz, ganz große Bedeutung für den CO2-Ausstoß. Ja. Dankeschön. Ja, also ich denke, was das große Problem ist bei der politischen Ebene, dass da so wenig weitergeht oder dass es so schwierig ist, was Sinnvolles durchzuziehen, unter anderem auch wegen der Angst, wegen, also nicht wiedergewählt zu werden. Ich denke, es hat sehr viel damit zu tun, dass die Politik kaum noch funktioniert, weil sie so sehr unter der Übermacht der großen, des großen Geldes und der großen Konzerne steht. Es ist, also zum Beispiel durch die sogenannten Freihandelsverträge ist eigentlich der politische Prozess auf vielen Ebenen ausgehebelt. Also wirklich wichtige Beschlüsse zu fassen, zum Beispiel nachhaltige Energieversorgung und so weiter, geht fast nicht oder nur ganz schwierig, weil dann irgendwelche großen Konzerne kommen und die jeweiligen Staaten oder Gemeinwesen um Milliarden verklagen. Das geht mit den jetzigen sogenannten Freihandelsverträgen, die mit Freihandel so gut wie gar nichts zu tun haben. Also es ist nicht der Mangel, der in der Demokratie selber steckt, glaube ich, sondern dass es einfach viel zu wenig Demokratie gibt, weil die realen Machtverhältnisse die formalen demokratischen Strukturen zu einem großen Teil aushebeln. Also nicht völlig aushebeln natürlich, aber halt zu einem großen Teil. Dann die Frage, die jetzt um das Geld gegangen ist, also was nichts kostet, ist nichts wert oder so ungefähr war das. Also ob man und die Bewegung der wirklichen Preise sozusagen, also das Anliegen, dass man Güter und Dienstleistungen so bepreist, dass ihre wirklichen Ressourcen und ihr wirklicher Verbrauch sozusagen, so habe ich das verstanden, nicht berücksichtigt. Das wäre zumindest eine sehr überlegenswerte Sache und eine sinnvolle Forderung. Worauf ich hingewiesen habe als großes Problem ist ja nicht, ob man nicht Dinge in Geldwerten ausdrückt, sondern dass alles dem Zwang unterworfen wird, aus Geld immer mehr Geld zu machen, und zwar ohne Ende. Das ist eine andere Bedeutung von Geld, das ist Kapital, nicht? Das ist eine andere Bedeutung von Geld als die mögliche Bedeutung von Geld, dass es darstellen soll, wie viel Arbeit oder wie viel Ressourcen in irgendein Gut oder in eine Dienstleistung hineingegangen sind. Und dass man das unter Umständen in Geldwert auch ausdrücken kann. Aber dann muss es ja dann nicht darum gehen, Geld zu investieren, um möglichst viel mehr Geld daraus zu machen. Das ist ja was anderes. Und das ist sicherlich auch das Modell der Gemeinwohlökonomie, das also sozusagen einen viel vernünftigeren und sinnvolleren Einsatz von Geld eigentlich als wesentliches Moment in seinem Modell drinnen hat. Ja, also ich glaube, das ist schon ein sehr wichtiges Moment, also durch das persönliche Beispiel und durch persönliche Geschichten anzuregen, zu inspirieren, Änderungen in Gang zu setzen oder auch neue Stimmungen zu schaffen. Aber ich glaube, es ist wohl auch nicht vermeidbar, dass es Regeln gibt, die einzuhalten sind. Also es Regeln, dass gemeingefährliches Verhalten eigentlich nicht erlaubt sein soll. Und da kann man nicht nur sagen, ja, da müssen wir mal irgendwann die Leute überzeugen, vielleicht in 100 Jahren kommen sie vielleicht drauf, das ist wirklich nicht so gut. Es gibt einen Rechtsstaat, im Prinzip haben wir sowas, und da ist natürlich schon die sinnvolle Grundsatzüberlegung hinter dem Rechtsstaat, man muss die Einzelnen auch verpflichten, sich von wirklich gemeingefährlichen Verhalten zu verabschieden. Da geht es nicht darum, sie zu bestrafen, aber es muss eine klare Regel geben, zum Beispiel die Lebensgrundlagen der nachfolgenden Generationen zu zerstören, ist gemeingefährlich und ist in einem Rechtsstaat, muss eigentlich verboten werden. Also es geht ja nicht darum, irgendjemanden fürchterlich zu bedrängen, aber das versteht ja eigentlich jeder, dem das Gemeinwohl irgendetwas bedeutet. Alles, was also dem Gemeinwohl, was den anderen Menschen schadet,
das dürfte nicht erlaubt sein. Und nicht nur durch gutes Beispiel, dann sagen, ja, bitte macht es vielleicht auch so. Vielleicht auch nur, wenn es sich rechnet. Es ist nicht erlaubt, wenn ich einen giftigen Eimer mit giftigem Abfall habe und ich den loswerden will, dass ich zum Zaun des Nachbars gehe und den in den Nachbargarten hineinschütte. Das ist verständlicherweise überhaupt nicht erlaubt, nicht? Und das ist nicht so, dass man nur sagen kann, ja, bitte mach das nicht, vielleicht, wenn es dir gut geht dabei, dann bitte mach es nicht. Sondern nein, das geht einfach nicht. Und solche Regeln müssten auch gelten für die Lebensgrundlagen und der zukünftigen Generationen. Das geht einfach nicht, das gehört verboten, meiner Meinung nach. Und das ist nicht Diktatur, sondern das ist der Rechtsstaat. Nicht? Das ist rechtsstaatliche, faire Prinzip, das auf das Gemeinwohl achtet. Man darf nicht einfach das Gemeinwohl verletzen. Mein Standpunkt dazu. Also da bin ich auch wertend. Da bin ich nicht wertfrei, dass ich sage, okay, der eine vergiftet die Umwelt, das macht ihm halt Spaß, ich finde es nicht so gut, ich mache es lieber nicht. Nein, nicht, da sage ich, das soll niemand tun. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich... da könnte man zum Beispiel Fleischkonsum auch hineinnehmen. Eigentlich sollte ein Fleischkonsum der oder sonstige Konsumverhalten, die nachweislich schweren Schaden für das Überleben unserer Zivilisation mit sich bringen, das sollte man eigentlich verbieten. Tut mir leid. Also, so wie es verboten ist, dass ich mit einem Eimer mit giftigem Abfall zu meinem Nachbar gehe und das in seinen Garten reinschütte, das ist auch verboten. Sieht jeder ein, nicht? Und das ist ja im Vergleich viel weniger gemeingefährlich als vieles, was heute vorherrschende Konsummuster sind. Ich möchte noch was sagen, also zu dem Thema, dass man immer wie der Moralapostel vorkommt, wenn man anderen Leuten was sagt. Es gibt jetzt die neuen Bewegungen seit Ende letzten Jahres, zu denen auch Greta Thunberg gehört, diese schwedische Aktivistin, die da diese Rede gehalten hat, die eben aufhören zu argumentieren mit Moral und anfangen zu argumentieren mit echter praktischer Relevanz. Also ob wir etwas tun oder nicht, ist einfach praktisch. Das ist also, wir haben echte praktische Nachteile, wenn wir nichts tun. Das ist nicht irgendwie Moral, dass dann irgendjemand anders einen Nachteil hat, wenn ich jetzt irgendwie X tue, dann hat der andere Y als Nachteil, sondern das sind echte Probleme, die wir selber uns selbst verursachen. Wenn wir jetzt die Welt kaputt machen, haben wir selbst, und das merken auch die jüngeren Generationen, deswegen sind die auch auf der Straße, deswegen ist auch jetzt am Freitag hier in Lübeck ein Schulstreik, weil die jungen Generationen erkennen, wenn wir heute die Erde zerstören, dann haben wir diese Probleme in 10, 20 Jahren in einem ungekannten Ausmaß. Und das ist kein moralisches Problem, das ist ein ganz praktisches Problem. Und da kann man auch einfach mal anfangen, drüber zu reden, wie ein praktisches Problem und nicht wie ein moralisches Problem. Das ist nicht irgendwie total abstrakt, sondern das sind wirklich echte Probleme, die uns da bevorstehen. Ja. Und man kann auch übrigens nicht zu viel tun. Das ist auch eine ganz wichtige Erkenntnis. Wir haben heute einen Stand dieser Entwicklung des Klimawandels, auf dem kann es einem eigentlich nicht passieren, dass man versehentlich zu viel tut. Ja, also die Reduktionen, die notwendig sind, sind so groß, dass es eigentlich nicht passieren kann, dass man irgendwie später feststellt, ach nee, das hätte ja auch funktioniert, wenn ich mich nicht so sehr angestrengt hätte. Das kann eigentlich gar nicht passieren, weil die psychologische Kapazität, die notwendig ist, um diesen Wandel zu vollziehen, der gerade benötigt wird, die benötigen unsere volle Aufmerksamkeit. Also alles, was man irgendwie psychologisch verkraften kann an Wandel, sollte man auch umsetzen. Auf individueller Ebene, auf politischer Ebene, auf jeder Ebene. Es gibt einfach nichts, was sozusagen zu viel ist. Ja, das wirklich, wenn man die Vorträge in Katowice von den Klimawissenschaftlern gehört hat, dann sollte das klar sein, wirklich. Das ist extrem erschreckend, in welchem Zustand wir uns momentan befinden. Jetzt du hast schon ein gutes Schlusswort gefunden. Ich leg's da vorne hin. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.